Moin Freunde, Freitag. Oh Digga, ah, mit in Berlin, ist das geil. Ja, endlich wieder stinkende Luft und freundliche Menschen, das ist, was der Berliner so vermisst, wenn er nicht zu Hause ist. Ich freue mich. So, jetzt bin ich gestern Abend angekommen, habe mich noch mit Matzen getroffen, der bei mir aus dem Dorf kommt, also da, wo ich jetzt wohne, da ist der geboren. So, und der hatte hier beruflich in Berlin zu tun. Da habe ich mich mit ihm getroffen, habe ich gesagt, komm Digga, wir gehen ein Bierchen trinken, ich zeig dir mal ein bisschen meine Heimat. Wenn du das machst, dann sind wir in 5 Minuten fertig. Also wir, zack, Bierchen getrunken, dann wollte ich ihm ein bisschen noch was von Berlin zeigen. Also, zack, rein in den Bus, ich hinten wieder raus. Da war der erstmal on the way. Ich glaube, der ist immer noch unterwegs, ey. Dallo! Dallo! Du kannst aussteigen. Männer, wenn der bis morgen wieder aufgetaucht ist, dann sag mir mal Bescheid, dann gehe ich nochmal gucken, wa? So, bevor wir zum Freitagswitz kommen, noch kurze Ansage, Yvonne, meine sehr gute Freundin Yvonne, Mäuschen, hier unten, da läuft so ein Balken lang, ne? Und erst wenn der hier ganz hinten angekommen ist, dann erlischt das alleine, nicht schon vorher ausmachen, du musst so bis zum Ende gucken. Hintergrund ist, die erzählt mir immer, die versteht die Witze nicht. Ja, die macht auch immer bei der Hälfte aus und dann guckt die gar nicht. Die denkt immer, die Einleitung ist schon der Witz. Und also, lass einfach laufen, brauchst nicht machen. So, Freunde, jetzt aber. Was ist der Unterschied zwischen der Krawatte von Björn Höcke, das ist dieser Landesvorsitzende der AfD in Thüringen, und einem Kuhschwanz? Der Kuhschwanz verdeckt das ganze Arschloch. Also, schönes Wochenende, ich wünsche euch was, haut rein, wa?